Willkommen, weiter geht's mit dem DSV von 1060 München. Heute dann der fünfte Spieltag gegen Hannover 96. Es geht, ich meine, es geht in Landeshauptstadt. Ne, ich bin sogar zu Hause in der Allianz Arena gegen Hannover und deswegen ich lange drum. Rumschnell, also dann gleich rein. Bielefeld parallel gegen Fürth und Aue muss nach Düsseldorf und damit wir gleich rein in die Arena. Zuletzt wieder mit zwei Siegen in der Arena. Die kann ich in der, kann ich in der Arena schon gar nicht, sondern zwei Liga spielen, so ist richtig. Und dann soll es diesen Weg heute weiter beschritten werden hier zu Hause. Selbst ein Club, die natürlich selber aufsteigen wollen, dafür in der Tabelle auf 13 ja sehr schlecht dastehen, hier auf Platz 7 können mit dem Sieg oben dran springen. Und das ist auch der Plan. Bei Hannover ist Martin Harnik im Fokus, der hat drei Tore in den letzten drei Spielen gemacht. Also auf den gilt es heute aufzupassen. Da ist er. Nochmal im Fokus. Ich muss noch die Aufstellung. Bei uns der Südkehr 5-3 mit Ortega im Kasten, dann Busch, Gera, Unokai, Wöhnisch, Mittelstädt, Lindl, Perdetei und Flum und vorne Güti, Audeo und Patrick Schmidt heute im Sturm. Und dann noch kurz ein Blick auf die Gäste gleich von Hannover. Das Publikum hier ist schon da, ehrlich. Bei Hannover ist mehr, dass Harnik schon mal spielt. Dann sein Rallinger Tor, Sorgübner, Sunny Albanus, Spieler macht Bakalorz, Prim, Klaus, Lubich und Arnik im 4-4-2. Damit würde ich sagen, können wir reingehen. Richter der Partie und Hannover eröffnet die Partie. Warnig und so habe ich zurückgelegt. Bakalorz, ne? Nach außen aus Klaus. Mit hinterlaufen von Sohr, der wird angegangen, lang gekommen, aber geht in Zeiten aus Abschuss nach. Variante. Bönisch, Mittelstädt, Linde, Perdetei, Schmidt, Schmidt, Perdetei, Kier und den Foul. Ich baue da von Albon aus dem Motorfahrer, Kapitän, der 5 Minuten die erste gelbe Karte sieht. Das ist spielbar, der Kapitän. Pardon. An dieser Stelle. So, Bönisch, kurze Variante. Mit Perdetei, mit Schmidt, mit Gütkehr. Busch. Gegen 2 die Flanke. Der Ball geklärt. Eckball. Für Tilleru. Der kommt von Michael Linde. Da ist Kehrer. Und der ist abgewischt und Rally war der. Fast keine Gefahr. Ball von Blum mit Kier. Mit Linde. Mit Gütkehr. Perdetei. Perdetei. Hübner blockt. Nächste Ecke. Der für Mittel steckt. Die Flagge ist aber nicht gut. Dabei ist aber geklärt. Busch. Mit Unokai.
Rechter Pass. Von Johannes Jumalukai ist da zur Stelle Pferde 3. Schmidt, Gütkier für Patrick Schmidt und der ganz alleine macht ihn nicht. Pferde 3 nochmal zurückgelegt. Blum, noch eins zurück. Busch. Pferde 3. Busch. Lintel, schlechter Pass ins Zentrum. Hannover über Prip. Über Prip. Achtung, die Linie zu machen. Ja. Hanik. Hanik. Auf den geht es aufzupassen. Kera passt da auf in letzter Not. Richtig. Mittelstädt. Detail. Blumen. Hier mal entlang versucht Richtung Hütche, der kommt aber nicht ran. Das war Schmiedebach auf Bacalort, der liegt auf Albornost und wieder zurück. Schmiedebach, da ist Klaus, der kann sich durchsetzen. Mal ablegen, so bin ich geklärt. Busch, hier Pferde, dein schlechter Pass. Da. Guckt dazwischen, der Ball kommt aber zu Harnik. Bakalorz. Bakalorz gegen Blum, Harnik. Schmiedebach, was für ein Ball, so bin ich 0-1. 26. Minute. Das ist dann einfach stark gespielt, da. Das ist dann, der Ball, der darf so dann nicht so durchkommen, da ist Kiel zu weit weg und dann macht Sobich sein erstes Saisontor zum 1:0 hier in München. Und wenn man sieht, was wir für Möglichkeiten hatten, dann können wir hier auch schon vorher führen. Schmidt. Und das ist der Detail, das ist Gütkehr, der braucht zu lange, bekommt dann aber den Pfiff. Für Hannover sogar. So, Sané. Langer Ball. Weil Duell von Kera, aber nur auf Bakalorz. Prip. Dann da zur Stelle Busch mit der guten Grätsche. Blum. Busch. Schmidt. Gut, Kera. Die Delta ist dann nicht das Tempo, was ihn aus dem Tor mitbringen sollte. Schmiedebach wieder. Albornoz. Das ist Petai dazwischen. Einwurf. Prip. Bakalorz. Petai ist nicht schnell genug bei ihm. Und so bin ich nach außen. Keiner bei Klaus. Mich steht viel zu weit weg. Das ist gut gespielt. So bin ich nochmal zurückgelegt. Perdetei gegen Bakalorz, der Bundesliga Kira völlig vermannt vorbei und Bakalorz in der 37. zum 0:2. Und wie hier wieder völlig falsch, wie er den da reinsetzt, ist einfach stark auf der Saisontor und damit 0:2. Braucht es ja noch 10 Minuten um hier das Spiel relativ deutlich zu gestalten. Doch so deutlich sieht es jedoch eigentlich gar nicht aus, denn bei uns kommen die Pässe nicht. Flum. Flum geblockt von Sané und Klaus für Hannover. Das auch überhaupt kein Zweikampfverhalten da. Da kommt keiner wirklich in die Zweikämpfe. Das ist schwierig. Gera. Busch. Linde. Stets. Perdetei. Schmidt. Busch. Das ist halt dann einfach jetzt nicht
Das haben wir aus den letzten Wochen gesehen, hat Pelle Dai, die Insel. Klitschtet. Das bis jetzt nochmal abgelegt. Das ist Herr Dai. Der ist Radler irgendwie zur Stelle. Natürlich kommt das dann dazu, dass dann solche Dinge heute nicht reinfallen. Klar. Pelle Dai, Mittelstädte, ist hier Pause. 0 zu 2. Entschuldigung. Zur Pause hier gegen Hannover. Bleibstand der Bielefeld 1 vorne gegen Fürth und Düsseldorf 1-1 gegen Aue. Puh. Wir gehen mal jetzt ein bisschen in die taktischen Anweisungen. Nein. So. Dann würde ich eigentlich sehr gerne Udogai das Zentrale rausziehen, dass er sehr fordert, bringt da Kehrer. Das ist zur Umstellung und damit gehe ich dann rein in den zweiten Durchgang hier nach München gegen Hannover. Vielleicht geht doch noch was. Auf geht's. Offensiv war aufgestellt jetzt. Pelle Dai. Dell. So erklärt er. Prep. Okay, machen wir da. Oh mein Gott. Entschuldigung. Zum Einwurf. Balance für Hannover. So bin ich jetzt kurz verschluckt. Lindel. Lindel. Blum. Schmidt. Per Detail. Braucht viel zu lange. Kriegt den Pfiff, aber das dauert alles viel zu lange. Auch jetzt an die gibt sich die kurze Schlimmheit und die Eva Wittke. Der langen Variante, okay, Udogai. Von Per Detail nach außen. Mittelstädt. Könnte sich aber durch die Flanke, ist auch nicht gut. Dann ist wieder Arnig, Tarkamel. Das ist heute gar nichts. Ja. Nächste, die Grätsche von Udogai, der die gelbe Karte sieht, der da heute völlig überfordert ist. Was ist denn das heute? Das ist ja gar nichts von den Löwen. Gar nichts. So, die Unverhandler kann sich damit über spielen, als wäre es gar nichts. Das ist zu einfach und niedel und dann fehlt auch dann da jetzt natürlich die Bewegung in der offensiven Mittelstellzeitenwechsel. Klappt auch mit ein bisschen Glück. Aber ansonsten ist das hier alles nicht gut. Was die Löwen hier heute fabrizieren und versuchen. 62. Minute. Gib mal diese Themenumstellung. Und dann werden hier jetzt ganz harte Geschütze. Gefahren. Udogai geht raus, Prümmel wird kommen auf der Doppel-6. Erster Wechsel. Vielleicht geht ja jetzt noch was mit der Systemumstellung.
Gut, hier. Mittelstadt. Lindel. Dann kommt Schmidt aus dem Abseits. Der lange Ball. Panik. Zurückgelegt. Schmiedebach. Flum ist da, kommt nicht ganz in den Zweikampf. Jetzt dann doch. Good care. Rümmel. Schmidt. Kein Abseits. Doch wieder kommt Panik. Was überhaupt? Das gibt's doch nicht. Mann. Dann ist das Pech, aber Mittelstädt ist da. Danke kommt. Bönisch klärt da, aber nicht wirklich gut. Und nochmal Hanik drüber. Boah. Das wäre es jetzt gewesen hier. Ball, Patrick Schmidt kommt mich zum Kopfball. Das ist. Ja, dann irgendwann schwierig. Blinde. Hier kann sich doch nicht durchsetzen. Mittelstädt schiebt viel zu offensiv. Viel zu offensiv da. Bönisch zurückgelegt. Wer der da? Römel. Schmidt. Blum. Schmidt. Detail da wieder nicht durchgibt. Das ist heute irgendwie so gar nichts. Wechsel nochmal. Meier kommt für Lindl auf die 10. Und dann kommt Waldschmidt für Schmidt auf die linke Außenbahn. Und Gütkier rutscht da für ins Sturmzentrum. Der Norweger. Weil der Däne, meine ich, Waldschmidts Abschluss. Hier immerhin kommt da mal was. Dai kann sich da nicht durchsetzen. Bönisch ist da. Einwurf Hannover. Kalorz, Bönisch, komm. Was ist denn mit der Hintermann? Da kommt ja gar nichts. Der Kopfball von sich auch neben das Tor. Also Hannover hier drauf und dran. Ich diesen Auswärtssieg hier immer mehr. Wollen immer deutlicher zu verdienen. Waldschmidt, der Chipper, da muss ich noch mal durchsetzen, schafft er doch dann nicht. Dann ist das natürlich heute auch ganz schwierig, jetzt noch was zu machen. Bakalorz, Schmiedebach lang, Pferdedei dazwischen, Busch. Nee, nee, das ist einfach zu wenig. Grätsche geht ins Leere, Bönisch ist da, klärt zum Einwurf. 3 Minuten noch circa zu spielen, das ist hier heute einfach gar nichts. Das ist hier heute einfach eiskalt gar nichts von den Münchner Löwen. Da können auch dann die jungen Eingewechselten hier fast nichts mehr dran ändern, wollte ich sagen. Das war noch mein Ansatz. Da war noch mal was Geeignetes dabei. Mittelstädt. Flanke, nein, auch da ist Wächter dazwischen. Dann ist Kehrer da. Und dann ist Meier da. Arne, Meier, Arne, Meier. Nächster Abschluss, den Radlinger pariert.
Meier, der ist nicht schlecht. Nochmal das Ganze. Diesmal Flum. Kurze Variante mit Busch, die Flanke. Radlinger vor Kehrer und dann ist hier Schluss. Und am Ende unterliegt man völlig verdient hier zu Hause mit 2 zu 0. Auf der Spielinfo Schüsse 7 zu 3, Schüsse aufs Tor 5 zu 2. Mir wäre sogar mit mehr Ballbesitz, mehr als mit deutlich mehr Zweikämpfen, aber es sah heute alles so ein bisschen sehr, ja, nicht zielstrebig nach vorne aus, würde ich sagen. Man of the Match ist heute Makalotz mit einem Treffer und auch, ne, keiner Vorlage, aber das ist korrekt. Und damit gehen wir rein und der Parallelergebnis ist Samstag. Bielefeld 2-0 gegen Fürth gewonnen und Aue gewinnt 2-1 in Düsseldorf. Also auch das nochmal, das wird so am Samstag. Damit bleiben wir Tabellenplatz 9 aktuell mit 7 Punkten. Gehen nochmal ins Training rein. Und dann würde ich sagen, trotz der Worte für Prümmel und auch für Kehrer, war es das dann an dieser Stelle, würde ich sagen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Von der Bad hat euch gefallen und Spaß gemacht und wir sehen uns dann im nächsten Part zum Spiel beim gegen Tabellenachten gegen den ersten FC Fußball, den ersten FC Fußballclub. Ja, nein, natürlich gegen den ersten FC Kaiserslautern. Bis dahin, bleibt gesund, haut rein und ciao.